Der Standort der Schule ist so ein besonderes Highlight. Wir liegen malerisch sehr schön gelegen in Lößnig am Silbersee. Wir haben insgesamt im Moment 84 Schüler. Wir haben 10 Klassen gestaffelt in Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe und Werkstufe. Und wir arbeiten jahrgangsübergreifend, das heißt, dass immer 3 Jahrgänge zusammen in einer Stufe unterrichtet werden, auch gemischt, weil unsere Schülerschaft sehr differenziert ist, was den Förderbedarf betrifft. Und da ist diese Jahrgangsmischung eher unterstützend als hinderlich. Mein Name ist Christiane Burger. Ich bin seit über 6 Jahren mit großem Vergnügen Schulleiterin der Werner-Vogel-Schule. Ich bin die Mutti vom Edgar, ist 8 Jahre alt, mit Down-Syndrom und atypischem Autismus. Von der Schule natürlich haben wir den richtigen Ort für das Kind gesucht. Und wo er eben mal eben nicht jemand ist, der immer noch mit dabei ist, sondern der einfach mit zur Gruppe gehört. So als fester Bestandteil. Ich denke, die Schule ist sehr offen. Man kann sich sehr einbringen, wenn man möchte. Ich denke aber auch, dass viele Eltern das auch genießen, wie es hier in der Schule läuft, dass man einfach auch entlastet ist ein Stück weit. Mein Name ist Peggy Gerks. Ich arbeite seit dem Jahr 2001 hier an der Schule. Und seit 2011 bin ich stellvertretende Schulleiterin. Seelen macht Spaß, wir erzählen dies und das. Passt alle auf, heut üben wir das Seelen von der 1 zur 4. Wir haben knapp 20 Lehrer bei uns an der Schule. Davon arbeiten 10 Lehrer als Klassenlehrer. Wir haben etwa genau noch mal so viele pädagogische Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter verfügen alle über eine heilpädagogische Zusatzqualifikation oder sind Heilerziehungspfleger. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ein Klassenteam. Dazu gehört in der Regel der Klassenlehrer und 2 pädagogische Mitarbeiterinnen. Das heißt, die 3 Mitarbeiter bilden das Klassenteam. So, und ganz viele von diesen Namenwörtern, Substantiven oder Nomen, meint alles das Gleiche, ist auf dem Text. In den Mittel- und Oberstufen ist es so, da haben wir auch einen Klassenleiter pro Klasse, aber nur einen pädagogischen Mitarbeiter und einen FSJler oder eine FSJlerin. Es sind kaum Wolken zu sehen. Es sind kaum Wolken zu sehen, richtig. So, was ist das Namenwort in diesem zweiten Satz? Die Wolken. Die Wolken, prima. Lena. Die Klassenstärke variiert je nach Alter der Kinder. Von etwa 7 bis 10. Werner Vogel war bis in die 80er Jahre hinein der Direktor des Diakonischen Werkes Leipzig. Und mit dem Direktor Werner Vogel wurde die allererste Fördertagesstätte für behinderte Kinder und Jugendliche eingerichtet. Also Sachunterricht hat immer ein Thema. In diesem Jahr haben wir das Thema Leipzig als ihren Wohnort, als ihren Schulort und auch als den Ort, wo es ganz viel Kultur gibt. Wenn man das jetzt theoretisch am Stadtplan erklärt, das legen wir zwar zugrunde, aber dann machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Welche Häuser sind jetzt prägnant? Was ist alter Baustil? Was ist Gründerzeit? Was in der Arbeit hier wirklich besonders wichtig ist, ist die Möglichkeit des Erfassens mit allen Sinnen. Dass wir jetzt nicht nur theoretisch irgendwie am Tisch sitzen und irgendwas lernen. Die Sprache ist ein Medium, das Sehen ist das andere. Wir müssen Dinge erleben, um sie dann erfahrbar zu machen. Was muss mit den Möhren alles passieren? Helft mir alle mit. Das ist nur der eine Tag, an dem wir meistens unser Essen selber kochen.
Wir sind ja unterm Dach der Diakonie. Wir üben schon christliches Leben aus. Also vor den Mahlzeiten und eventuell auch danach wird gebetet. Aber auch so, dass die Schüler die Gebete verstehen, dass es also ihnen ihrer Sprache und ihrem Verständnis auch entspricht. Was wir brauchen, gibt uns Gott, Fröhlichkeit und täglich Brot. Amen. Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Guten Morgen. Jetzt geht's los. Hast du das schon? Jetzt kommt das, Kevin. Petrus, hast du mich lieb? Ja, ich habe eine Förderschule mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung in evangelischer Trägerschaft. Gibt uns ein besonderes Profil innerhalb der Stadt Leipzig in jedem Falle. Das ist eine Ausrichtung, die wir versuchen, auch inhaltlich sehr intensiv zu leben. An unserer Schule finden 4-mal im Jahr Gottesdienste statt. Und einmal im Monat findet eine Monatsabschlussandacht statt. Zudem gibt es bei uns nur den Religionsunterricht, keinen Ethikunterricht. Jesus bringt Leben, Halleluja. Genau, sehr schön. Und weiter. Die Werkstufe, das ist eine Besonderheit in unserer Schule. Das ist die Möglichkeit für Jugendliche mit Förderbedarf im Schwerpunkt geistiger Entwicklung, die Berufsschulpflicht zu erfüllen. Ich bin seit dem Jahr 2013 hier in der Schule, in der Schulsozialarbeit tätig. Ich habe mit allen, mit Lehrern, mit den Schülern, mit den Eltern zu tun. Der Schwerpunkt in den letzten 3 Jahren in der Werkstufe ist wirklich diese Lebens- und die Berufsplanung von den Schülern einfach zu besprechen. Jetzt die nächste. Ich habe euch schon gesagt, dass es heute nochmal um das Thema Zeitung geht. Heute wollen wir das mal ein bisschen genauer betrachten. Wie zum Beispiel, wo über Politik geschrieben wird, Kultur, über Wirtschaft und Sport. Ein pädagogischer Mitarbeiter im Unterricht ist, man könnte sagen, die zweite Hand des Lehrers. Also man hilft, man begleitet, man beobachtet, man arbeitet zu, man organisiert dies und jene Aufgabe. Die Aufgabe heute ist, dass ihr euch 2 Themenbereiche aussucht und dort jeweils 1 oder 2 Artikel ausschneidet und aufklebt. Im ersten Werkstufenjahr lernen wir die Schüler besonders kennen, beobachten sehr genau, um dann eventuell auf dem Sprungbrett ins Leben nach den 3 Jahren dann genau zu wissen, was kann er, was möchte er gerne, wo entsteht für ihn eine Möglichkeit zu arbeiten. So, jetzt hätte ich gern, dass jeder sein Arbeitsblatt vorstellt und dann unter das richtige Wort an die Tafel heftet. Und kommt zu... Ich begrüße euch erstmal recht herzlich zur Computer AG. Ich will euch zu Beginn nochmal ganz kurz erzählen, was wir hier so machen. Ihr lernt den Computer kennen mit allem, was dazugehört. Wie man den anschaltet, wie der aufgebaut ist, wie man Programme benutzt. Die Festplatte, da ist alles drauf, was der Computer braucht, um zu starten. Es wird so sein, dass wir jede Stunde immer etwas Neues kennenlernen. Ganztagsangebote dienen der Ergänzung des eigentlichen Unterrichts. Und bei uns an der Schule ist es so, dass ja unsere Schülerschaft sehr heterogen ist. Und deshalb möchten wir natürlich auch dieser breiten Spanne gerecht werden. All den Tönen lauschen, den hellen, schönen sei willkommen. Insgesamt gibt es derzeit ungefähr 18 verschiedene Angebote. Die fächern sich eigentlich in die verschiedenen Bereiche. Es gibt also musische Angebote, sportliche Angebote, Kreativangebote. Die Kinder sollen bei den Ganztagsangeboten auch zusätzliche Dinge lernen, die über den Unterricht hinausgehen, aber auch ihren Neigungen und Lernvoraussetzungen entsprechen. Perfekt.
Jeder Schüler kann zu Beginn eines Schuljahres überlegen, an welchen Angeboten er gerne teilnehmen möchte. Dann kann er innerhalb der ersten 2 Wochen in der Schule in diese Angebote hineinschnuppern und darf sich letztendlich für ein Schuljahr in 3 Angebote einwählen. Wir haben natürlich auch unser technisches Personal, unsere Schulassistentin, die diese Verwaltung leitet. Wir haben Wirtschaftskräfte, unseren Schulbusfahrer und natürlich auch unseren Hausmeister. Und auch die gehören alle zu unserem Schulteam. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir wirklich alle gemeinsam ein Team sind. Wir sind eine Schule in freier Trägerschaft. Das hat die Besonderheit, dass nicht die Sächsische Bildungsagentur uns Schüler zuweist, sondern dass wir unsere Schülerschaft und die Eltern, die Interesse an unserer Schule haben, uns suchen, also dass wir dieses Interesse auch wecken. Der erste persönliche Kontakt entstand an einem Tag der offenen Tür. Unsere Tochter ist ein Mädchen mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Wir wussten, dass eine Förderschule für Kinder mit Förderbedarf in der geistigen Entwicklung für sie in Frage kommt. Als dann ihre Einschulung anstand, war uns relativ schnell klar, dass die Werner-Vogel-Schule unsere Traumeinrichtung ist, wo wir gerne die Clara unterbringen wollten. Es gab schon Vorbehalte, da bei unserem Kind, also zu diesem hohen Förderbedarf, auch ein sehr hoher Pflegeaufwand gehört. Und diese Bedenken, die wurden dann aber hier recht bald zerstreut, weil ich einfach nur staunen kann, wie die Mitarbeiter das schaffen, mit diesen so unterschiedlich gestrickten Kindern klarzukommen. Das Therapiebad, was wir hier im Hause haben, das gibt den Schülern, die noch nicht selbstständig schwimmen können, die Möglichkeit zur Schwimmanbahnung und vor allen Dingen auch den Schülern mit Schwerstmehrfachbehinderung, die eben auch körperlich einfach sehr davon profitieren, einmal in der Woche in so warmem Wasser sein zu können, gibt es da auch nochmal eine besondere Unterstützung und ein besonderes Angebot. Es besteht bei uns die Möglichkeit an der Schule, auf Rezept Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie in Anspruch zu nehmen. Dabei arbeiten externe Fachkräfte hier bei uns an der Schule. Sie nutzen unsere Räumlichkeiten und die Rezepte können sozusagen während des Schulalltages eingelöst werden. Suela, help! Ja. Neben dem Unterricht im Klassenverband in der Schule konnten wir in den letzten Jahren neue und wichtige Erfahrungen im Bereich der Hausbeschulung sammeln. Das ist eine besondere Form des Unterrichts für Schüler, die nicht in die Schule kommen können. Wenn Eltern Interesse haben an der Aufnahme ihres Kindes an unsere Schule, dann gibt es in der Beratungsstelle eine Ansprechpartnerin, die alle Fragen rund um die Schullaufbahn beantworten kann und zu der Sie herzlich eingeladen sind, Kontakt aufzunehmen. Die Beratungsstelle ist 2006 gegründet worden. Aktuell ist es so, dass in die Beratungsstelle die förderpädagogische Beratung gehört, der Bereich unterstützte Kommunikation und der Bereich Schulsozialarbeit und berufliche Integration. Wir haben an unserer Schule viele Schüler, die nicht per Lautsprache kommunizieren. Sie verständigen sich über Gebärden oder verschiedene Zeichensprachen, Gestik, Mimik. Und eine Möglichkeit, die von vielen Schülern, die das betrifft, genutzt wird, ist der Gebrauch von elektronischen Kommunikationsgeräten. Ja, also ich arbeite jetzt seit 4 Jahren an dieser Schule und bin hier einerseits Fachlehrerin für Musik und Religion. Und mein anderes Aufgabengebiet ist die Kooperation. Also ich bin dafür zuständig, dass wir Kooperationsprojekte entwickeln, als auch festigen, als auch ausbauen. Kooperation heißt, dass wir gegenseitig Begegnungsräume schaffen, dass wir Kinder mit sogenannten Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und Kinder der Regelschulen, also Grundschüler, Oberschüler und Gymnasiasten zusammen etwas verbringen lassen. Die Oster-, die Weihnachtswerkstatt, das Sportfest, gemeinsame Spaziergänge, gemeinsame Hofpausen, gemeinsames Puppentheater. Bunte Vielfalt, so eine Offenheit, Kreativität, ja, auch viel Einsatz, aber auch viel Freude, viel Humor. Das genieße ich sehr hier.
Ja, und dann über allem ist es natürlich, sind es unsere Kinder. Das ist einfach richtig schön, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Auf der Basis unserer Erfahrungen in den zahlreichen Kooperationsprojekten mit umliegenden Schulen und mit Kindergärten, aus der Begleitung von Kindern in der Integration, also von Kindern mit Förderbedarf geistiger Entwicklung, und aus dem Erfahrungsaustausch mit den Schulen der Stadt entwickeln wir derzeit in einer Steuergruppe Wege zur Öffnung unserer Schule hin zur Aufnahme von Kindern ohne Förderbedarf. Die Ferienbetreuung findet statt in den Herbstferien, den Winterferien, den Osterferien und den Sommerferien. Meine Rolle ist dabei, die Angebote rund um die Ferien zu planen und zu organisieren. Also die Kinder können einfach auch so ein bisschen für sich in dem Tag leben. Sie können malen, gestalten, basteln, Angebote wahrnehmen, die sie gerne machen möchten. Ich denke, wir haben hier ein sehr, sehr schönes Gebäude in herrlicher Lage, das perfekte Rahmenbedingungen für gute Schule bietet. Im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich mit der Arbeit und ich bin auch sehr glücklich über die Bedingungen, die ich hier habe. Ich habe ein Team hier, und damit meine ich wirklich auch alle Mitarbeiter, die grundsätzlich sehr konstruktiv bei der Arbeit sind und immer auch Ideen mit einbringen, wie wir was verändern oder verbessern können. Also ich fühle mich da auch sehr gut unterstützt an ganz vielen Stellen. Insofern sehe ich mich so als ein Rädchen im großen Räderwerk und ich laufe hier ganz gerne in diesem Räderwerk mit.